Ich freue mich sehr, dass die beiden heute hier sind. Hier sind Jella Haase und Gizem Emre. So, hier, würdet ihr, ihr seid ja beide Berlinerinnen, ja, und ihr wohnt hier, also könntet ihr mit den Müslis hier was anfangen, habt ihr das überhaupt mitbekommen? Ja, nein. War lustig. Schmeckt euch sehr lecker wahrscheinlich sowas, ne? Das ist es. Gibt es irgendwelche, weil das ist ja natürlich, das basiert natürlich auf Klischees, geht ja gar nicht anders, ne? Das ist ja so Berlin. Habt ihr, denkt ihr manchmal, dass ihr auch Berlin-Klischees irgendwie habt oder so? Seht ihr das an euch selber? Gibt es so Dinge, wo ihr denkt, ja, da bin ich ganz schön so ausgerechnet aus Berlin? Früher vielleicht eher. Ja? Also ja, feiern gehen. Ja, so. Und das ist jetzt vorbei, ja? Ihr habt jetzt, ein bisschen vernünftiger schon. Manchmal gibt es Ausfälle, aber im Grunde. Naja gut, ja, wenn es was zu feiern gibt. Und das sind die Sachen, ich habe auch gehört, ihr seid beide Schauspielerinnen. Aber du, das habe ich jetzt gelesen, das fand ich wahnsinnig interessant. Du hast auch noch einen Café. Wie macht man das denn? Also ich kenne Leute, die einen Café haben, die sind mit dieser Aufgabe in der Regel überfordert. Und du hast einen Café, das läuft super und du bist auch noch Schauspielerin. Ja, also ich mache das Café zusammen mit meinem Dad. Ja. Das Café ist in Mitte. Ja. Und zwar das Refinery. Und ja, das ist so ein Familiending einfach irgendwie geworden. Und ohne meinen Vater so ganz alleine würde ich es ehrlich gesagt auch nicht schaffen. Ja. Und wir haben richtig coole Mitarbeiter und es macht einfach richtig Spaß, auch immer so da zu sein. Ich hänge da ehrlich gesagt eher ein bisschen ab, statt richtig zu arbeiten. Ja, aber das ist ja, wenn man sagt, man arbeitet in Berlin in einem Café, ist das ja immer so. Die Leute geben das nur nicht nur so nett zu. Nur wir sind freundlich. Ich habe das Gefühl, in Berlin ist es so, es ist nur Rarität, wenn man irgendwo hingeht und jemand so richtig freundlich ist. Das ist auch so ein Berlin-Ding, habe ich das Gefühl. Wenn ich so irgendwo anders bin, dann in Köln oder so, dann NRW, dann sind die Leute so ein bisschen... Ja, die werfen sich einem so an den Hals, aber das ist ja auch lästig, ne? Ja, aber... Eine gute Mitte ist sehr gut. Das stimmt, ja, aber vielleicht schaffst du es da ja so den Durchschnitt einfach mit deinem Papa zusammen ein bisschen hochzutreiben, das wäre ja ganz schön. Aber ich stelle mir das auch vor, wenn man Schauspielerin ist, vielleicht kannst du das ja auch mal sagen, man muss ja auch immer mal wieder ins sogenannte Leben gehen, damit man dann auch wieder was zurückholen kann in seinen eigentlichen Job sozusagen. Das ist natürlich eigentlich ein schönes Mittel, um eigentlich nie den Kontakt zu verlieren zu eigentlich einer Branche, mit der man ja sonst vielleicht nicht so viel zu tun hat. Also man läuft ja schon Gefahr, wenn man jetzt einen Film dreht oder nur noch in so einer Blase sich bewegt. Was machst du denn, um zu gucken, wie sind denn eigentlich so Leute? Wie so Leute? Ja, so Leute, die man zum Beispiel auch so darstellen wird. Ach so. Ja, jetzt lassen wir die Frage einfach im Raum stehen. Ich habe sie jetzt sehr lange formuliert. Naja, nein. Ich habe jetzt sehr lange diese Frage formuliert, das will ich auch, also das muss das auch beantwortet werden. Also ist es so ein bisschen, naja, nein, also worum geht's? Also ich glaube, es ist ja auch ein Klischee zu denken, dass man nur mit Schauspielern rumhängt. Also ich habe ja einen ganz normalen Umkreis. Ja, das weiß ich, aber das kann man ja, genau, ist interessant, das zu hören. Ja, das ist so. Aber so, Leute, ich verstehe es trotzdem nicht. Ja, naja. So ist das. Ich bin ein großer Cineast. Ich habe am Wochenende Kung Fu Panda 4 geguckt. Und da, weil ich also auch meinen Kopf mal einfach öffnen musste. Und da war ich und da lief ein Trailer von eurem Film. Und ich hatte bislang davon, ich bin praktisch richtig erwischt worden von der Promo sozusagen. Und ich dachte, das ist gut. Das ist sehr lustig. Da haben alle gelacht, genau an den Stellen, wo ihr das wahrscheinlich geplant habt. Es geht nämlich darum, Chantal im Märchenland, der läuft so ein bisschen zu nah an einem Spiegel vorbei. Und dann geht das Unglück, nimmt das Unglück seinen Lauf. Und was am Ende daraus wird, das müsst ihr euch natürlich im Film anschauen. Aber hier, zu dem, was ihr gerade gesagt habt, ein paar Bilder, damit ihr ungefähr wisst, dahin geht die interessante Reise. Chantal im Märchenland. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die geilste Influencerin im Land? Ihr, Chantal Ackermann, seid die geilste. Lass gehen. Mann, die verkaufen unsere Daten, dann bekomme ich wieder richtig viele Dickpics zu senden. Sprich deinen Wunsch aus. Willkommen in der magischen Welt. Du Fotze, verarsch mich nicht. Oh, bin ich eine Fotze. Die Prinzessin Rosalia von Katanien. Also ich glaube, das ist, wie sagt man, Fische aus dem Fass annehmen. Das ist ein vorprogrammierter Erfolg, glaube ich. Kann man von außen, glaube ich, sagen.
Aber wenn man so tief in so einer Rolle drin ist, ihr beide, also ich weiß, wie es mir gehen würde. Ich würde halt gar nicht mehr aufhören damit. Ich würde also auch, wenn es Essen gibt und wenn die Kameras aus sind und wenn ich in der Maske sitze, ich würde da die ganze Zeit so weiterreden natürlich, ne? Und alle wahnsinnig machen. Bis auch so der letzte Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die damit eigentlich nichts zu tun hat, denkt, jetzt halt mal kurz die Fresse, Klaas, ne? Ist das auch so, dass ihr dann diese Rollen wirklich für diesen Zeitraum ausspielt mit großer Spielfreude? Also ich glaube, bei dir ist es auch so. Ich will gar nicht für dich sprechen, aber soweit man in der Maske bei Drehschluss sitzt und sich abschminkt und seine eigenen Privatklamotten wieder anhat, da ist es, ja, sieht es ganz anders wieder aus. Man ist wieder ja, in seinem Privaten und kann die Rolle sehr schnell wieder ablegen. Aber was mir aufgefallen ist... ich würde die ganze Zeit so weiterreden. Also egal, in welchen Klamotten, ehrlich gesagt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass irgendwann die Crew auch so ein bisschen so spricht. Ja, die werden, weil die ergeben sich. Wenn die Lichtjungs untereinander sprechen, habe ich auch schon einige, ja, einige Slangs gehört. Aber bei Lichtjungs kann es auch sein, dass sie vorher schon so geredet haben. Ja? Das weiß man nicht so. Ja, nun seid ihr unterwegs und... das ist immer so Dreh und bis es dann soweit ist wie jetzt, ne, das ist immer so ein bisschen so eine Zeit. Ne? Und dann kommt ihr wieder so zurück und erinnert euch daran. Wie wichtig ist das jetzt, ob das ein Riesenhit wird oder lasst ihr das jetzt los und seid eigentlich schon so mit dem Kopf wieder woanders? Ich muss wirklich sagen, ich bin so glücklich über die Geschichte und ich habe damit so eine kleine Agenda. Und ich wünsche mir wirklich, weil es gerade so schwierige Zeiten sind und man so krisengebeutelt ist, dass wir mit dem Film einfach kurz fröhlich machen, glücklich machen, abholen. Ja. Und ich glaube, dass die Menschen, die den gucken, sich darüber freuen werden. Und deshalb kann ich so den Druck von mir ganz gut fernhalten, muss ja, ich sagen. Also ich glaube, das wird passieren. Also ich kann ja nur sagen, wie wir Kung Fu Panda Fans das fanden. Den in Masse da im Kino. Und wir fanden das alles sehr, sehr witzig. So, wenn das jetzt dann irgendwie 2 Stunden so weitergeht, also ich bin, I'm ready. Ja, ab 28. März gehe ich dann dahin und schaue mir den Film an. Wenn ihr mögt, könnt ihr das natürlich auch tun. Ja? Ab dem 28. März. Und es ist sowieso toll, ins Kino zu gehen. Das ist ein Medium, was irgendwie so... Es sollte unabhängig bleiben vom technischen Fortschritt. Es gibt ja auch ein Theater, wo man sich hätte den Film angucken können. Und so ähnlich muss man Kino eigentlich auch betrachten. Es ist eine andere Form des Kino oder des Filmschauens sozusagen. Und deswegen, wenn ihr lange nicht im Kino wart, weil ihr denkt, ja, das kann ich auch alles zu Hause gucken, könnt ihr nicht. Kino kann man nur im Kino gucken. Deswegen geht da doch mal wieder hin. Ab dem 28. März ist es soweit. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, da ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss ihr ja selber wissen.